Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser heutiges Muster. Es ist ein sehr schönes und ein sehr elastisches Muster, welches wieder ganz einfach zu stricken ist. Wir benötigen dafür eine Maschenzahl teilbar durch 3 plus 2 Randmaschen. Ich habe 19 Maschen aufgenommen. 19, weil wir gesagt haben, teilbar durch 3. Ich habe es mal 5 genommen. Plus 2 Randmaschen. Ich lege auch gleich los mit meiner Randmasche und nun 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts. Diese Reihe stricken wir nur einmal, das ist das Fundament für unser Muster. 2 Maschen links, eine Masche rechts. Das machen wir, bis die Reihe zu Ende ist. 2 Maschen links, eine Masche rechts. 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links und die Randmasche. So. Und nun eine Randmasche, 2 Maschen rechts und jetzt der Faden vor der Nadel. Ich gehe in die Masche, der Faden kommt auf die Nadel, ich halte sie fest und ziehe die Masche und den Faden auf meine rechte Nadel. Somit ist jetzt eine zweite Masche entstanden. Und wieder 2 Maschen rechts, Faden vor der Nadel, ich gehe in die Masche. Den Faden über der Nadel oder auf der Nadel festhalten und einfach Masche und Faden auf die rechte Nadel ziehen. 2 Maschen rechts und wieder Faden und Masche auf die rechte Nadel bringen. 2 Maschen rechts, Faden und Masche einfach rüberziehen. 2 Maschen rechts, Faden und Nadel auf die rechte Masche, 2 Maschen rechts und die Randmasche. So, das war unsere erste Musterreihe. Eine Randmasche und jetzt folgen 2 linke Maschen und wieder Faden vor der Nadel. Ich gehe unter den Faden in beide Maschen und ziehe alles auf die rechte Nadel. Jedes Mal, wenn der Faden über die Nadel kommt, entsteht eine neue Masche. Das heißt, jetzt haben wir 1, 2, 3 Maschen insgesamt. Und wieder 2 Maschen links. Faden vor der Nadel. Ich gehe unter den Faden in beide Maschen und ziehe alle 3 auf die rechte Nadel. 2 Maschen links und wieder Faden vor der Nadel und unter den Faden in beide Maschen einfach rüberziehen. 2 Maschen links und wieder Faden und 2 Maschen rüberziehen. 2 Maschen links, Faden und beide Maschen rüberziehen. 2 Maschen links und die Randmasche. Das war die zweite Reihe. Arbeit beenden. Eine Randmasche. Und wir haben wieder 2 rechte Maschen. Faden vor der Nadel. Und wieder unterm Faden. Diesmal haben wir 1, 2, 3 Maschen. Das ist jedes Mal. Die Maschen sind die Maschen, die durch den Faden hier entstehen. Also unter dem Faden und alle 3 Maschen mit dem Faden rüberziehen. 2 Maschen rechts und wieder Faden und alle 3 Maschen einfach nur rüberziehen. 2 Maschen rechts, Faden und die 3 Maschen rüberziehen. 2 Maschen rechts, Faden und die 3 Maschen rüberziehen. 2 Maschen rechts, Faden
und die drei Maschen rüberziehen, zwei Maschen rechts und die Randmasche. So, das war die dritte Reihe. Und jetzt kommt die vierte Reihe, in der wir jetzt eigentlich auch unser Muster reinstricken. So, eine Randmasche. Wir haben zwei linke Maschen. Und nun Faden nach hinten. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Maschen. Die gehen wir alle zusammen rechts ab. Und wieder 2 Maschen links. Und alle Maschen, alle 4 Maschen rechts stricken. 2 Maschen links. 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 Und die Randmasche. Und das ist unser Muster. Diese 4 Reihen, die wiederholen wir jetzt. Das heißt, wir fangen quasi wieder an mit einer Randmasche, 2 rechten Maschen und dann der Faden vor der Arbeit. Dann gehen wir wieder unter die Masche und ohne sie zu stricken, heben wir sie wieder ab. Wir wiederholen nur diese 4 Reihen. Und das ist das Ergebnis. Ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Ich glaube, es lohnt sich wieder, das nachzustricken. Ganz, ganz viel Spaß wieder dabei. Ich freue mich über die Kommentare auf dem Kanal oder im Kanal. Und wenn ihr meine Videos mögt, freue ich mich auch über ein Like. Vielen herzlichen Dank. Nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.